This is a true love. This is a true love. Man, yeah, this is a true love. Hey, yo, this is a true love. Hi Leute, das Video richtet sich an jeden, der meint, er wäre gesund. Also ich dachte früher auch mal, ich wäre gesund. So. Ich habe damals mit 19 meine Ernährung umgestellt auf eine rein pflanzliche, weil ich dachte, wegen den Tieren und weil ich eben keine Tiere essen wollte. Einfach aus ethischen Gründen so. Und dann habe ich aber gemerkt, dass beim Sport so viel mehr ging, dass ich kürzere Regenerationszeiten hatte, dass ich mich einfach besser gefühlt habe. So. Und es war nur vegan. Und dann habe ich angefangen so, okay, die Ernährung macht ja einiges so an Gesundheit anscheinend. Ich habe vorher da nie so wirklich drüber nachgedacht. So einigermaßen gesund gegessen, habe ich gedacht. Und dann habe ich angefangen, mich damit näher zu beschäftigen. Und ja, ich wusste nicht, was Gesundheit ist. Und meiner Meinung nach ist kein normaler Mensch in der Zivilisation gesund heutzutage. Die Leute denken, weil gerade keine akute Krankheit da ist, sind sie gesund. Diese ganzen Krankheiten sind in Zellen gespeichert. Der ganze Organismus ist innerlich krank bei einem normalen Menschen. Es kommt keine Krankheit plötzlich aus dem Nichts so. Die Leute haben perfekte Vitaminwerte und dann mit 50 plötzlich Herzversagen und er stirbt so. Oder all solche Geschichten, die man hört, so aus dem Nichts, das hätte ja keiner mit rechnen können. Das kommt daher, weil die meisten Menschen sich langsam auf so ein ungesundes Level gefahren haben. Die meisten Menschen spüren ihren Körper nicht mehr. Sie wissen nicht, wie man überhaupt den Körper fühlen kann. So, ich wusste gar nicht, wie ich meinen Körper spüren kann. So, mittlerweile spüre ich jede einzelne Zelle. Ich spüre genau, wenn irgendwo was nicht passt. Und ich spüre genau, was am Heilen ist und was gerade passiert im Körper. So. Und das ist wie, ihr kennt es vielleicht als Kind so, oder als Jugendlicher, ihr wart im Klassenzimmer gehockt und dann sechste Stunde und dann kommt der Lehrer rein und sagt, was ist denn hier für eine Luft drin? Und dann macht man die Fenster auf und dann merkt man erstmal, oh, in was für einer stickigen Luft war ich eigentlich gerade drin gehockt so. Und das gleiche Prinzip eben mit dem Frosch. Frosch im Kochtopf, so Wasser ganz langsam erhitzen und der Frosch nimmt überhaupt nicht wahr, weil die Veränderung zu gering ist. Und so ist es beim Menschen auch. Übers Leben lang, über Generationen mittlerweile, haben sich immer mehr Gifte im Körper angesammelt und weil diese Veränderung immer so gering war, hat der Mensch gar nicht gespürt, hat man gar nicht gespürt, wie wenig man seinen Körper überhaupt noch fühlt. Und ich habe das erst gemerkt, als ich wieder gemerkt habe, was es da anderes noch zu spüren gibt, wie es ist, wenn es wieder richtig ist, wie es ist, wenn es wieder normal ist. Und es ist auch nicht normal, nicht richtig zu sehen, es ist nicht normal, nicht richtig zu hören. Hörgeräte, Brillen, Krücken, es ist für mich kein gesunder Mensch. Manche Leute kommen und tragen eine Brille und sagen, sie sind gesund, das widerspricht sich für mich. Und ich denke, die Welt wäre viel ehrlicher, wenn jeder mal diese Krücken und Sehhilfen und Hörgeräte rausnehmen würde. Und dann sieht man mal, was ein gesunder Organismus ist. Und wir bewegen uns heutzutage nicht mehr richtig und ernähren uns nicht mehr richtig und wundern uns, dass wir irgendwie krank werden. Ich denke, Gesundheit ist ein ganz natürlicher, ursprünglicher Zustand. Es ist einfach normal, gesund zu sein. Nur wir haben uns in so einen unnatürlichen Lebensstil reinmanövriert über die Zeit, dass so viele Krankheiten entstanden sind und wir doktern da rum irgendwie in der Wissenschaft so oder es wird geforscht an irgendwelchen Mitteln, wo man halt Geld mitverdienen kann, an anderen Mitteln wird nicht geforscht so. Und
Nehmen gar nicht wahr, dass wenn wir einfach natürlich leben, das ist die einzige Regel, die ihr braucht. Umso natürlicher, umso besser. Was die Ernährung anbelangt, egal was, einfach zurück zur Natur. Und dann sieht man mal wieder, dass Gesundheit ein völlig normaler Zustand ist. Ja, aber das dauert jahrelang so. Ich habe auch andere Videos darüber gemacht, wer die vielleicht nicht kennt. Schaut mal da rein, da geht es um Entgiftung und wie lange dieser Prozess dauert von der Reinigung des Körpers. So, wir haben so viel ja, unharmonische, disharmonische Stoffe in unserem Körper angesammelt. Es braucht jahrelange Umstellung, bis der Körper wieder funktionieren kann, bis er diesen ganzen Restmüll rausgeschaffen hat und bis er wieder einen gesunden Körper aufgebaut hat. So. Ja. Aber in dem Video wollte ich nur mal darauf eingehen, dass ja, Gesundheit was anderes ist als die Abwesenheit von diesen akuten Krankheiten, was nur Reinigungsprozesse sind, was nur die Ausleitung, die Ausscheidung von Giften ist, über Schleim, ja, oder sonstige Wege über. Atemwege, über die Haut, über alles Mögliche. Schnupfen, Erkältung, Husten, egal was. Das sind alles nur Reinigungsprozesse des Körpers. Genau. Und wenn man den Körper so langsam wieder reinigt, mit der richtigen Ernährung, mit Bewegung, mit einem natürlichen Lebensstil wieder, zurück zu einer ursprünglichen Nahrung, unverarbeitet, pflanzlich, und dann immer weiter geht, immer weniger verarbeiten, irgendwann keine Öle mehr benutzen, sondern einfach nur natürliche Fette, Nüsse, irgendwann auch die Nüsse weglassen und dann kann man irgendwann zu mehr Früchten, Salat übergehen. Ja, und ja, Gesundheit ist so einfach, es ist aber ein langer Weg dahin, zu einer völligen Gesundheit wieder so. Aber es lohnt sich so. Es geht einem jeden Tag besser, wenn man den Weg geht. Und ich wünsche jedem, dass er das wieder erfährt. Ja, das sind doch ganz schöne Schlusswörter. Ansonsten macht's gut und denkt mal drüber nach, ob wir wirklich gesund sind. Vielleicht habt ihr es eben noch nicht gemerkt, weil ihr euch langsam in so eine Situation reingestellt habt. Genau. Und wie gesagt, jemand, der irgendwelche Hilfen benötigt, ist nicht gesund. So. Gesundheit ist ein völlig anderer Zustand. So. Ich dachte auch, ich wäre gesund. Ja. Aber wurde eines Besseren belehrt. Und ich freue mich darüber. So. Macht's gut, Leute. Ciao.